Leute, willkommen zu einer freshen neuen Folge Roblox. Und Leute, wir sind heute Sheriff in Brookhaven. Und wir werden jetzt erstmal eine schöne Runde mit unserem Tesla drehen. So, erstmal Musik hier anmachen, Leute. Rockmusik. Leute, wir sind auf Sheriff. Wir sind in unserem Luxus-Trüger. Sagen wir mal, wir kriegen mal so eine Art Scheiße. Oh Leute, ich hab meinen Satz, da muss die Kontrolle warten. Das ist bei meinem Haus. Hallo! Art und Weise machen. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht besser stehen. Nee, da muss man einmal kontrolliert werden. Leute, wir können da auch nicht mehr. Look. Und gehen wir noch mal weiter.
Die war die ganze Zeit bei uns auf die Sau. Aus. Licht aus. Und wir waren mit 10 Uhr. Oh, wie cool. Okay, Leute, sie wird gesucht. Wird gar keiner gesucht. Und jetzt no find. No find. So, Leute, wir müssen erstmal kurz an den PC noch was. Das Bett müssen wir wegtun. So, Leute, Hubschrauber. So, Agentur, was ist das? Ach, das ist die Agency Sheriff. Okay. Militär. Alter, Leute, das wäre geil. Armee, wir machen Polizei, wir sind ja auch von der Polizei. So, Leute, würde ich sagen, machen wir mal einen schönen Rundflug. Also müssen wir mal kurz an unser Haus. Ich hoffe, der Heli ist gleich noch da, wurde nicht wieder kopiert. So. Stopp. Es gibt nämlich so eine Leiste im Haus, wo man Camping ausstellen kann. Also, wo die Leute dann damit nicht ins Haus einbrechen können. Ich muss das aber noch finden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wo das hier ist in diesen VIP-Häusern. Da ist es, ich hab's gefunden. Oh, soll ich in die Kommis schreiben? So, Camping ist aus. So, also kann ich jetzt hier das Haus abschließen, ohne dass irgendjemand hier einbricht. Juhu, und der Helikopter wurde kopiert. Ich bin so nein, wurde er nicht. Ich hab gerade gedacht, der wurde wegkopiert, ey. Leute. Junge, die stehen. Weiß ich jetzt nicht, ob das so gesund aussieht, wie ich hier mit dem Heli fliege. Ah, jetzt sind wir wieder normal aus, Leute. Wir steigen empor in den Himmel. Wir steigen in den Himmel empor. Niemand kann uns aufhalten und wir fliegen ein Looping. Juhu. Oh, Leute.
Durst oder auch doch nicht. Wir müssen zurück auf den Gegenparkplatz landen. Das ist ein bisschen zu, würde ich sagen. Bisschen weiter noch, bitte weiter noch, bisschen noch. Und runter viel. Okay, Leute. Wir machen jetzt wieder einen Stopp. Ich bin jetzt nicht den ganzen Weg wieder hoch, oder? Okay. Gehen wir ein bisschen weiter nach unten. Nein! Okay, Leute. So. Ganz langsam. Ganz langsam. So, machen wir mal 8 Power. Okay, genau so müssen wir uns jetzt einmal drehen. So. Und so. Und. Oh. Oh, Leute, das ist eine etwas holprige Landung. Ah! Okay, aber zumindest haben wir ihn gelandet. So. Unsere Nachtschicht ist vorbei. Ja, Leute, ich will euch vor allen Dingen auch mal zeigen, die Secrets in ProCamera. Also es gibt hier ein paar Secrets, zum Beispiel das hier. Wir gehen hier jetzt mal rein und dann klopfen wir hier einmal hin. Hilfe, Leute. Leute, dieser Sound ist so creepy. Ich werde das euch aber auch nochmal richtig zeigen, diesen Sound. Wenn das, wenn ich das Video mache. Hier oben in dem Krankenhaus zum Beispiel ist auch ein Secret. Und an der Tankstelle. Aber das zeige ich euch erst in dem Video. So. ProCabin Bank 99. Den ist. Oh, Zahnarzt. Könnte ich mal hingehen. Gleich gehen wir auf jeden Fall erstmal zu Starbucks und gönnen uns einen Kaffee. So, hier ist der Zahnarzt. Ich werde behandelt. Dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch früher Angst vor dem Zahnarzt hattet. Also ich hatte keine Angst vor dem Zahnarzt. Ich bin einer der wenigen, aber viele hatten früher Angst vor dem Zahnarzt. So, hier, wir gönnen uns jetzt erstmal einen Starbucks Kaffee. Da, einen schönen Starbucks Kaffee. Der war lecker. Iron Shot. Jetzt weine ich letztens noch der Handy da. Nein, da brennt's! Ich bin zwar nicht die Feuerwehr, aber ich muss trotzdem helfen, wo ich kann. Hier ist der Waffenladen. Wieso brennt es hier denn? Shop, aber ich will jetzt den Autoshop haben. So, Leute, der Autoshop. Auto Parts, genau, The Prick. Ich habe keine Ahnung, was das ist, The Prick. So, hier.
Leute, ich habe eine anders coole Idee. Wir machen heute mal so einen Postboten-Prank. Also wartet, dafür brauchen wir so ein Postboten-Auto. Haben wir das zufällig hier im Angebot? Postboten-Auto. Das sieht doch gut, sehr postbotenmäßig aus. So, Leute. Für den Postboten-Prank hauen wir natürlich auch ein gutes Postauto. Werden wir mal kurz den Briefträger. So. Brauchen wir Kartons. So, Box. Nehmen wir das hier hinten mal auf und tun die Box hier reinlegen. Warte, da steht jetzt Amazon drauf. So. Amazon. Und da steht einfach Amazon drauf, Leute. So, das geht wieder zu. Ah, gibt es hier Amazon? Nö, leider nicht. Gut, wir sind aber jetzt heute Amazon. Amazon-Paket ist da! Leute, Amazon. 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 Amazon Paket für Sie. Amazon Paket für Sie. Sie haben doch bestellt, oder? Nicht. Wenn sie nicht wollen. Ja, Leute, das war lustig mit Amazon. Wir machen das jetzt öfters. So. Flup. So, Leute, wir werden jetzt noch ein Paket ausliefern. Oh Gott. Vielleicht an uns selber. Machen hier den Prank jetzt nochmal so. Amazon Paket für Sie. Amazon Paket für Sie.
Wir schauen noch da um immer zu sein. Tschüss. So. Für das Abschlussintro hier hoch. So Leute, das war's mit der heutigen Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo wäre nice da. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo wäre nice. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.